Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brado Matthias. Schön, dass alle dabei seid. Ihr habt die letzten Tage miterlebt. Backlog war eher nicht so gut. Der Black Friday bis jetzt eher für mich ein Reinfall. Gut, wir haben in der letzten Woche mit den Icon-SBCs Rooney und Torres gezogen. Das sind eigentlich die wertvollsten Karten gewesen, die wir heuer im Spiel gezogen haben. Damit kommt mein Team jetzt ungefähr auf die 4 Millionen Marke. Gut, im Moment nicht ganz, weil mir fehlt der Goalie, aber. Dann habe ich eine SBC gepackt und wir haben die Hero Player Pick SBC noch gemacht. Und ja, Puyol haben wir ja noch gezogen. Das letzte Mal aus der letzten Icon SBC. Eine haben wir dann nicht machen können mehr. Dafür haben wir den Hero Pick jetzt noch gemacht. Da haben wir zwischen Koller und Berbatov gewählt. Nichts davon wahrscheinlich wirklich relevant. Dafür haben wir einen Gunde zum Beispiel gezogen noch, was ziemlich cool ist. Eine der besseren Karten, die wir jetzt gezogen haben. Und die spielbar ist. So viel war nicht dabei ersetzt. Das ist noch mein Team. Einige Karten, die noch Upgrades bekommen können. Und Dorman müssen wir jetzt noch ändern. Ansonsten schaut schon richtig cool aus. Da müssen wir. Der Stegen war halt super, weil der mit dem De Jong dann die Chemie gibt. Deswegen müsst. Oder Kunde wird das gleiche machen statt ein Puyol. Vielleicht wäre auch die Überlegung, die Smith raustun und dafür drei Innenverteidiger spielen, also mit den zwei und dem Kunde, dann ihn und sie links spielen und dann müssten wir irgendwie mit dem Rodrigo und Novem rechts, aber da haben wir niemanden, weil die zwei können nicht rechts spielen und der Petro auch nicht, also da bin ich ein bisschen limitiert vom Teambau leider. Sonst wäre das eine coole Idee gewesen, weil die ja doch diese, sie kann Flügel spielen, er kann links Mittelfeld spielen, dann kannst du schon cool dann umbauen in-game. Aber so schaut es im Moment aus. Eigentlich ein cooles Team. Voll okay, aber halt nicht. Ich sage mal so: Am ersten Tag war es besser. Nach 2, 3 Tagen war es besser. Wir sollten jetzt da richtig cooles Pack haben. Schauen wir kurz rein, was sonst so kommen ist an Zielen und so. Wir sollten heute das UCL Hero Pack haben zur Wahl. Da sind wir kurz davor, das zu machen. Jetzt, da gibt es einiges. Es sollte ja wieder diese 5-täglichen Spiele geben. Genau, dann die Tagesanmeldungen Upgrades, das sollte auch heute sein. Das machen wir gleich und dann schauen wir gleich nochmal rein. Also machen wir kurz die SBC. Es ist so ein bisschen ein Video mit einem großen Highlight am Ende. Diese SBCs gibt es alle noch. Würde ich alle gerne machen. Ballag ist auch ziemlich cool geworden. Schauen wir rein. Jahresrückblick, da gibt es noch was. Da können wir jetzt noch einen Bronzespieler reingeben und dann schauen wir, was uns da erwartet. So. Also, auch da noch ein Goldbag. Grundsätzlich, mein Black Friday war, ich habe keine einzige Karte von dem ganzen Event bis jetzt gezogen, also außer halt aus so einem garantierten, so einem Rückblickspack oder so. Das schaut eigentlich auch ziemlich cool aus, die Rückblick-Profi-Wahl. Du musst wahrscheinlich auch so 84 mit 87, das ist schon eigentlich voll okay. Die Frage ist halt, was gibt es dann? 84 plus Oktober exklusiv, also von ersten, die genau, hol dir einen von drei, die bis im Oktober exklusiv über SPCs und Aufgaben. Also vielleicht nicht so spannend dann, aber ich weiß gar nicht, was da so war an SPCs, die Sieg waren als gesicherter Playoff dem Month oder so. Der Ding zählt da nicht dazu, der MVP. 85 haben wir da, also da gibt es einige coole Sachen, davon haben wir gestern 12, habe ich 12 oder 13 gemacht, habe ich einen Walker drin gehabt, einen 86er. Ja, es gibt dann wieder die Black Friday Challenge noch, genau, und so weiter und so fort. Haben wir noch einen übersehen? Birler war schon, oder? Oder ist das ein neuer Birler? Ne, das ist nur der alte. Ja, genau, dann schauen wir rein. Bei den Zielen sollten wir das jetzt abgeschlossen haben. Genau, Bonus holen steht da. So, heute könnt ihr schauen, wenn ihr den Stream jetzt dann einschaltet, dann könnt ihr auch irgendwelche Packs erspielen. Müsst ihr halt für 90 Minuten einschalten, er startet um 18 Uhr, also jetzt lauf UCC. Seltenes Profi-Pack haben wir da, das werden wir jetzt noch aufmachen. Und da sehen wir, dass da halt, glaube ich, nichts dazukommen ist, oder? Nee. Jo, das war's so. Schauen wir da rein. So, haben wir da noch was kurz bevor wir das machen? So 10 Münzen, 30 Münzen, das ist cool. Die waren eh cool, aber ihr schreibt alle rein. Ja, ihr habt so den und den Song und Specialkarten und bla bla bla. Bei mir war da absolut nichts. Also, und da wieder ist jetzt. Das ist Martinez. Okay, das ist ein Walkout. Wow. Okay, so viel zu dem Thema. Cool.
Das war das Beste bis jetzt. Trotzdem kein Team of the Week oder so. Aber das war schon nice. Also Walkout aus dem ist sicher cool. Das hilft uns auch, dass man. Das ist eh cooles Bag. Also diese Bags sind eh cool. Hilft natürlich auch, dass man was bekommt. Man bekommt eh was, das sag ich nicht, aber das Backlog ist halt bei mir einfach nicht da. Was dort die 10 Münzen bei Gunner. Beide können wir jetzt machen. Wie gesagt, wenn wir gut für so 84er, 83er bekommen. So, das dürfte nochmal 83er sein. Ja, schauen wir mal. Wenn wir den Hero Pick vielleicht noch einmal machen könnten, wäre es Überlegung wert. Was wir jetzt auf jeden Fall haben sollten, was ich nicht weiß, ob wir jetzt bekommen haben, sollte das Hero Pack sein, oder? Schauen wir mal, ob wir das jetzt haben. Von den Packs. Ich habe noch gar nicht geschaut. Seltenes. Untauschbar. UCL, UWCL Hero Vorbestellung. Richtig geil. Leider habe ich nicht dieses Leihspieler-Pack mit Van Dijk und so gekriegt. Das war, glaube ich, auch ganz cool bei vielen. Ich weiß nicht, warum man das bekommen hat. Vielleicht wegen. Ich habe keine Ahnung. Lewandowski. Na, das ist sicher der. Genau, wollte gerade sagen. Genau. Wer es glaubt. Ah, das ist auch Walkout. 87er Payer. Wow. Lewandowski. Aber kein Doppel-Walkout. Ja, nice. Also zwei Walkouts. Heute läuft's. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Wir haben ja nichts mehr, also es muss laufen, damit man vielleicht nochmal Chance kriegt, da SBC zu machen. Caicedo. Mag ja wer Spieler den Rangweg für United haben wollte mal. Oder? So, eins noch, Leute, eins noch. Komm. Sommer? Nee, Shaqiri. Ah, okay. Muss eine Dame vielleicht sein. Komm. Ah, 82. Gut. So Leute, das war's mit dem Geplänkel davor. Ich hoffe, ihr habt euch genug aufgehalten. Den Moreno müssen wir jetzt einfach wegtun. Es ist jetzt, tut jetzt weh, dass wir den wegtun. Den könnten wir brauchen. Wir haben nicht viel, aber komm, Leute. Haben wir noch die Möglichkeit da bei den klassischen Packs in 2 Stunden erst? Okay, Leute. Lange mal warten müssen, das Pack habt ihr gratis bekommen, wenn ihr bis zum 22. August vorbestellt habt. Alle anderen danach haben keine Chance. Wenn ihr am PC seid, könnt ihr es trotzdem bekommen, wenn ihr jetzt einfach EA Play Pro habt. Entweder habt ihr es sowieso, dann bekommt ihr es eh. Und wenn ihr es jetzt nehmen würdet und neu, erst jetzt nehmen würdet, EA Play Pro, zum Beispiel für einen Monat, würdet ihr es auch bekommen. Was cool ist. Und alle anderen Vorteile, ja. Am PC würde das gehen. Mit EA Play Pro, denkt an Pro, nicht normale, was es auf der PlayStation gibt. Also wirklich nur am PC gibt es das. So habe ich es letztes Jahr dann gehabt. Schauen wir mal. Letztes Jahr haben wir niemanden guten gehabt. Es ist so die letzte Chance, habe ich das Gefühl, ist so die letzte Chance, dass mein Team nochmal so ein richtiges Upgrade bekommt. Und ich habe keine Ahnung, was es dafür für Versionen jetzt gibt von den Spielern. Aber ich wünsche mir was Gutes, bitte, EA. Sei nett zu mir. Irgendwas Cooles. Irgendeinen coolen Hero. Ich kann es gar nicht. Ich bin so nervös. Es ist. Das Bag ist super wichtig irgendwie und es wird wahrscheinlich schlecht sein, aber. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich schlechte gibt, aber schauen wir mal. Wir machen es auf. Sehr gute Nation. Es ist Frankreich. Es ist Linksverteidiger. Links Rassou wird es sein, was voll okay ist. Nee, die Bombassador ist das. Als Linksverteidiger. Das schaut cool aus, die Animation. Ich habe keine Ahnung, was du wert hast. Das Artwork ist super cool. Die Werte schauen richtig cool aus. Das schaut voll nicht nach einem Linksverteidiger-Karte aus. Alter, sind die Werte geil. 90 Tempo, 85 Schießen. Leute, haben wir was Gutes aufgemacht? Ich habe keine Ahnung. Bombassador, richtig cool. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was die für Gesamtwerte hat. So, das ist die Karte. Es wird keinen Preisvergleich geben, weil es die Karten einfach nur nicht gibt am Markt. Also wir können dann schauen, was die normale Bombassador hat. Aber das schaut schon richtig sick aus. Relentless hat es auch. Ist die Frage, das dürfte Relentless Plus sein, was auch ziemlich sick ist. LM kann sie spielen, genau. Wow. Also links haben wir Karten, bist du deppert. Also. Rechts wäre halt auch cool gewesen. Ah, da fehlen uns die Karten dann, aber cool. Frankreich, das ist super, weil wir die Ding haben. Irgendwann müssen wir die Diane jetzt noch die Woche ziehen. Wenn ich sonst nichts ziehe, das wäre so ein Traum. Aber das passt eh cool, weil das ist die gleiche Liga halt in Frankreich wie die Bata oder wie sie heißt. Oder?
Ich schau nachher, ich vergesse meinen Namen. Aber Hero schaut richtig geil aus. Attribute, Leute, 91 Antritt, 89, also mit einem Shadow oder so wäre es komplett auf Maximum mit 99 Antritt. Und 97 Sprinttempo, 85 Schießen, Abschluss 82, Schusskraft 92. Also, ist so offensive Karte, wahrscheinlich kannst du dir einen Shadow geben, kannst dem Shadow einen Hunter geben. Super Bastards, total irre hier mit 90, die schaut super sick aus, die muss gut sein. Die muss gut sein. Beweglichkeit auch irre, fast alles über 90, also vielleicht ein Engine, was ihr gibst, damit du Beweglichkeit und Balance noch boostest. Der kannst alles geben, du kannst dir Shadow geben. Die Karte schaut total sick aus. Du kannst halt nicht im Zentrum spielen, aber du kannst das LM und LV spielen. Das heißt, du kannst das offensiv spielen oder defensiv. Im Ingame kannst du das hintun, was du willst. Der wird unglaublich sein. Theoretisch. Größe 63 ist nicht besonders groß. Schauen wir mal. Heldenprofil. Le Roger. Weakfoot 3. Okay, das ist ein Problem. Spezialbewegung 4. Da hätte es 4-4 wäre natürlich viel, viel besser gewesen. Aber die Trades wären da wichtig. Heldenprofil, okay. Also Sonia Bombastador war insgesamt zweimal für jeweils 3 Saisonen bei Olympique Lyon aktiv. Als sie erstmals für den Verein spielte, trug sie entscheidend zum ersten Titelgewinn des Clubs bei, nämlich zum Meistertitel in der Division A von Minen 2006-2007. Es sollte der Auftakt zu einer enorm dominanten Phase des Vereins in der Liga sein. Ein Jahr später, in der Saison 2007-2008, wurde Bombastador endgültig für Lyon zu der Lyon-Legende, als sie das Double holte und zur UNFP-Spielerin des Jahres gewählt wurde. Juhu! Da Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Washington Freedom, Olympique Lyon, Montpellier, La Roger, 12 Jahre Frankreich, 156 Spiele, 19 Tore. Und ist jetzt bei Montpellier hat es 92 Einsätze und 46 Tore. Bei Olympique Lyonnaise dann die Lyonnaise, also. Aha. 97, 10 Tore. Spannend. Okay, also keinen R1-Trade, aber den Freistoß-Trade. Den normalen, harter Pass, das ist super. Entscheidender Pass, auch super. Dann haben wir Tester zum Abfangen, das ist super nice. Dann haben wir Ruheball, behält beim Dribbling im Lauftempo eine eigene Ballkontrolle und kann den Ball effektiver gegen stärkere gegnerische Profis abschirmen. Alles schaut super gut aus. Das ist dieser schnelle Schritt bei der kleinen Ding. Also dann ist noch super explosiv mit dem Antritt. Unsere unerbittlich, also die rennt, 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 rennt. Alter, schaut die cool aus. Ich habe keine Ahnung, was die Wert ist, aber ich glaube, das ist die beste Karte, die ich habe im Spiel letzter. Die ist super sick. Die schaut super sick aus, oder? Schreibt mal rein, was ihr gehabt habt. Können wir noch kurz jetzt zum Verein schauen? Für die, die gehen wollen. Schauen wir rein, was die normale Karte von ihr kostet. Transfers. Transfermarkt. Da müssen wir Qualität auf die Hero gehen. Dann gehen wir auf die Liga Tester. Land Frankreich. Frankreich. Und dann haben wir die Bombassador, also die kostet gar nichts mehr. Schauen wir mal, was sie für Werte gehabt hat. Nur 4 Sterne, also 3 Sterne, 3 Sterne, das ist immer ein Riesenunterschied. Die andere hat glaube ich, plus 2 Temper, plus 5 Schießen, plus 4 Passen oder so, plus 4 Dribbling oder was ungefähr. Physis ähnlich. Schauen wir mal. Sie hat auf jeden Fall nicht den Relentless Trade, hat da LV, LM. Da beim Tempo hat es nicht viel langsamer, aber langsamer. Schießen ist doch deutlich schlechter. Passen ist sie trotzdem sehr, sehr gut. Dribbling ist sie deutlich schlechter, oder? Mit 4, 5 Werten teilweise. Defensive ist sie jetzt trotzdem sehr gut, aber halt auch nicht so gut wie die andere. Ausdauer nicht so viel. Stärke, schauen wir mal, was der Heldenprofil ist gleich. Stile hat sie. Der Riesenunterschied ist, dass sie eigentlich die gleichen Traits hat, aber sie hat da nicht das Gold-Ding. Und das Gold-Ding von dem ist einfach so, so gut, finde ich. Die laufen einfach ohne Pause und sind immer noch frisch. Ja, die kostet nichts mehr, deswegen weiß ich nicht, ob vermute ich mal, dass meine auch nicht wirklich viel wert sein wird. Aber ist trotzdem cool. Auf jeden Fall was, was man spielen kann, denke ich mal. Ich wirklich keine Ahnung. Ich bin nicht unzufrieden. Also, wenn das schlecht war, was wir jetzt gezogen haben, dann können wir damit leben. Und das ist auch vom Rating her eine der höchsten Karten wahrscheinlich mit 89. Sie kann es nicht aufleveln.
Ich tue jetzt einmal, ja, naja, super, gell? Also der Hernandez ist schon ziemlich nice. Das Problem ist nur, dass wir halt nicht wechseln können dann. Da müssen wir dann irgendwas anderes reintun. Ich glaube nicht, dass der Puyol da so gut ist. Collers ähnlich. Wenn ihr Erfahrung habt mit den beiden, kannst du. Puyol hat halt jeden Abwehr-Trade, deswegen wollte ich ihn einfach mal spielen. Das ist halt ziemlich langsam, aber der hat halt wirklich jeden Abwehr-Trade und blocken und dann haut sie in alles rein, was da gibt. So wäre es eine Option mit Kunde oder mit Konaté, das müssten wir uns dann überlegen. Dortmund müssen wir dann finden, so hätte mal jeder Chemie. Ja, also auch Hernandez wäre natürlich eine absolute Möglichkeit da. Bacher heißt sie, genau. Also das sind schon coole Varianten, die wir da auf der linken Seite haben. Leider beides auf der linken Seite. Trotzdem könnte man, wenn wir mit drei Innenverteidiger spielen würden, sie nach vorn geben. Dann würden wir halt nicht einen Hernandez spielen, den ich wirklich extrem gern spiele. Auf der rechten Seite, genau, da haben wir ein bisschen das Problem, dass wir da keinen zweiten eigentlich haben. RF, der kann spielen und ich glaube, das war's dann von allen Spielern, die wir da sehen. Genau. Wenn ihr ihn seht. Naja, gut, wir könnten in Kubo noch spielen, aber ja, ist auch nicht das Highlight. Genau. Ja, so schaut es jetzt aus. Ziemlich cool. Ich bin nicht unzufrieden. Ich finde, sie schaut richtig sick aus. Also ich finde, gerade mit dem Upgrade schaut sie richtig cool aus. Sie hat so viel Werte über 90 jetzt da. Ich bin echt gespannt. Also würde mich wundern, wenn es wieder. Also vor allem mit dem Plus-Trader. Ich bin mega gespannt, wie sie die Preise entwickeln. Noch gibt es das nicht. Ich glaube erst in 2 Wochen dann. Schreibt mal rein, was ihr aufgemacht habt. Jetzt werden wir schauen, was die Leute so aufmachen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.